Martin? Ja? Die Vereinigten Staaten von Amerika, die kennst du doch, oder? Ja. Die sind ja eine der am längsten bestehenden Demokratien, die es je gab. Also fast seit 250 Jahren gibt es die. Naja, zwischendurch gab es ja erstmal schon mal einen Bürgerkrieg. Jetzt nimm doch nicht alles vorweg. Also, die USA, die sind eine sehr stabile Demokratie. Was wäre aber, wenn in naher Zukunft sich Texas und Kalifornien, die beiden einwohnerstärksten Staaten, zusammenschließen würden, weil es mit dem Rest der USA Krieg gibt? Ein Bürgerkrieg, wie im 19. Jahrhundert. Ganz genau, nur dass diesmal die Kameras live dabei wären. Ja, mit den Feel-Good-Themen, herzlich willkommen zum Filmmagazin. Endlich mal wieder ein schönes Drama beim Filmmagazin. Wir kommen auch beim angeschlagenen Filmmagazin. Man hört es, glaube ich, ein kleines bisschen. Die letzten Wochen haben sich auf die Stimme gelegt. Ja. Davon lassen wir uns aber nicht beeindrucken. Deswegen freut es mich, Lukas, dass du auch dabei bist. Ja, frisch aus dem Krankenlager, entlassen sozusagen, zurück. Aus dem Lazarett. Nur noch so ein bisschen eine belegte Stimme, aber ich glaube, das ist verschmerzbar. Martin ist auch zurück aus der Arbeitshöhle. Ja. Und wir sind bei unserem kleinen wöchentlichen Podcast, in dem wir hier immer über einen Film oder eine Serie sprechen. Es kann ein alter Film oder eine alte Serie sein, es kann aber auch was Brandaktuelles sein, so wie heute, sowohl thematisch gesehen als auch zeitlich gesehen. Und ihr könnt natürlich, seid herzlich eingeladen, hier nicht nur zuzuhören oder zuzuschauen bei YouTube beispielsweise, sondern auch mitzutun, indem ihr uns beispielsweise Themen vorschlagt. Wenn ihr einen Film oder eine Serie habt, über die wir mal sprechen sollen oder wo ihr sagt, hey komm, da möchte ich mich mal mit jemandem quasi drüber unterhalten, dann sagt uns einfach, komm, kommentiert fleißig. Bei YouTube geht's, wie schon gesagt. Ihr könnt aber auch bei filmmagazin.org auf unserer Website kommentieren. Ihr könnt aber auch bei Instagram beispielsweise unter unsere Reels drunter schreiben, wenn ihr was wollt. Wenn euch eine Kritik nicht gefällt, wenn ihr was anders seht, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen zu kommentieren. Korrekt. Dann können wir eigentlich, glaube ich, schon auch dann direkt in den Film einsteigen. Da müssen wir jetzt gar keine großen Umworte gehen. Es geht nämlich um Civil War, ein aktueller Film, der im April gestartet ist in den USA, recht erfolgreich. Tatsächlich, da ist er der zweiterfolgreichste Film von A24, der Produktionsfirma dahinter. Die sind ja besonders bekannt für Everything, Everywhere, Everywhere, All at Once. Der große Oscar-Gewinner von vor 2 Jahren. Das ist auch noch bis heute ihr erfolgreichster. Aber gleich dahinter ist dann Civil War. Das ist in Deutschland, glaube ich, jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen mehr untergegangen. Bisschen unterm Radar geflogen, fand ich jetzt im Kino. Zone of Interest war hier dafür auch eine ganz große Nummer. Über den haben wir ja auch sehr lobend gesprochen. Könnt ihr euch ja auch anhören. Ist auch von A24 beispielsweise. Ja. Die sind ja sowieso auch ein sehr spannendes Produktionsstudio, die dann halt eher so ein bisschen die abseitigeren Filme oder Filmemacher, Macherinnen unterstützen, die auch durchaus mal so weirde Projekte auch angehen. Und dann ist, glaube ich, Everything, Everywhere, All at Once so das Paradebeispiel, wie es im besten Fall funktionieren kann, dass es dann auch beim Publikum extrem gut ankommt. Aber die durchaus da kleinere Projekte unterstützen. Bei Civil War ist das Interessante, dass es dann auch bis heute ihr teuerster Film ist. 50 Millionen US-Dollar hat er gekostet. Das ist immer noch für ein Kriegsdrama ziemlich wenig. Vor allem für ein Kriegsdrama, das so aussieht, ist es ziemlich wenig, finde ich. Genau, darüber werden wir noch im Detail sprechen, dass der Film dann eben, dass man durchaus nicht ansieht, dass er dann so wenig nur gekostet hat. Aber von der Handlung her lässt es sich relativ leicht zusammenfassen, weil dieser Civil War recht nüchtern und ja sehr, sehr grob nur beschrieben ist, weil wir haben es ja mit zwei Bundesstaaten zu tun, die sich irgendwie gegen den Rest der USA zusammengetan haben, also Kalifornien und Texas, die jetzt eigentlich sehr wenig miteinander zu tun haben, die man zumindest klischeehaft so als einmal das liberal offene Amerika und einmal das zugeschlossene konservative Amerika, die mit dem Barbecue-Grill sich jeden Tag das dicke Fleischsteak raufholen. Ich glaube ja, das ist Absicht, aber da können wir auch später noch drüber reden. Aber höchstwahrscheinlich ist das Absicht. Und die haben sich ja irgendwie zusammengetan, weil es geht irgendwie gegen einen Präsidenten, der die USA irgendwie noch zusammenhalten will, aber der ist gerade schon in seiner dritten Amtszeit. Er wird durchaus aus autokratisch, diktatorisch gezeichnet. Dritte Amtszeit ist ja in den USA zumindest im Moment nicht möglich, laut Verfassung. Also nicht hintereinander, ne? Also man muss immer einen ich glaube, selbst wenn man zweimal hatte, dann darf man selbst, wenn man jetzt 10 Jahre zwischen hat. Also auf jeden Fall drei Amtszeiten gehen eigentlich nicht. Und er hat halt die dritte, was schon dafür spricht, dass er nicht normalerweise noch im Amt wäre. So. Er wird auch als Autokrat, glaube ich, beschrieben. Wenn mich weil er halt auch Gewalt gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt und davon nicht zurückschreckt, auch halt in diesem Bürgerkrieg auch die eigene Bevölkerung zu beschießen. Deswegen scheint, also man
scheint ja zumindest eher als der Böse, aber jetzt sage ich mal, die Gegenseite wird jetzt durchaus in einigen Szenen auch nicht als die Helden dargestellt. Aber wieso, weshalb, warum, werden wir auch im Film nicht erfahren. Denn es geht nämlich eigentlich um was im Kern ein bisschen um was anderes. Es ist nämlich im Vordergrund stehen Kriegsreporter und Kriegsjournalisten, die das halt, die Soldaten begleiten, die das quasi live von der Front berichten. Und da ist dann besonders Lee Smith im Vordergrund gespielt von Kirsten Dunst, die so als alteingesessene, sehr erfahrene Kriegsjournalistin beschrieben und gezeigt wird, die quasi schon auf dem ganzen Globus unterwegs war und dort von verschiedenen Krisenherden berichtet hat und nun eben auch in ihrem eigenen Land berichtet sie von diesem Bürgerkrieg. Und da scheint sich auch der Bürgerkrieg in den letzten Wochen, Monaten zu befinden, weil die Rebellen unter der Führung von Texas und Kalifornien befinden sich sozusagen kurz vor Washington D.C., der Hauptstadt, und wollen die auch einnehmen. Und die Kriegsreporterin Lee Smith und noch drei andere Kolleginnen begleiten sie quasi dabei, nochmal auch nach Washington D.C. zu reisen, um dort den Präsidenten nochmal zu interviewen, kurz bevor er dann vermutlich abgesetzt wird, sozusagen das letzte Interview, was möglich ist. Aber das weiß man ja am Anfang, glaube ich, noch nicht. Ne? Dass es wird schon so vermutet zumindest, dass es erstmal das letzte Interview sein könnte. So scheint es zumindest. Und dass man das nochmal machen will, bevor es eben nicht mehr möglich ist. Und dann ist natürlich, aber man begibt es natürlich da an der heißesten Front des Krieges. Deswegen ist es natürlich eine sehr gefährliche Reise. Und man daneben ist dann halt noch ein erfahrener Journalist, der mit begleitet, ein älterer Journalist, der auch dabei ist, und auch eine ganz, ganz junge Kriegsfotografin, die sozusagen auch so als Fan von Lee Smith gezeigt wird, die quasi sie so kennenlernt, ich bin ein großes Vorbild und so. Und Lee Smith sie dann so mehr oder weniger mitnehmen muss, eigentlich da keinen Bock drauf hat, noch so eine sehr aufstrebende Journalistin, die noch nicht so viel Erfahrung hat, vor allen Dingen halt mit so einer heftigen Situation gleich zu begeben, wo man weiß, da braucht man eigentlich einen starken Magen dafür. Aber kommt dann doch mit auf die Reise und dann die Begleitung mir sozusagen in dem Film die vier Leute, wie die dann halt immer näher der Kriegsfront sich nähern. Ganz genau, so ist es. Und dann reisen wir sozusagen mit denen rum, und du hast schon von schwierigen Situationen gesprochen, und davon erleben wir ja dann einige sozusagen. Also wir erfahren da dann in unterschiedlichen Szenen mit unterschiedlichen Charakteren, die da auftreten, einen Krieg, den es so ja nicht gibt. Ne? Also es ist jetzt nicht wie bei Black Hawk Down, ne, wo man sich beispielsweise ein historisches Ereignis genommen hat, oder bei vielen anderen Kriegsfilmen, Soldat James Ryan, wenn man den Zweiten Weltkrieg will oder so, ne, wo man eine historische Vorlage hat, sondern wir erleben einen ausgedachten Krieg und das Gedankenspiel im Prinzip, wie könnte es aussehen, wenn die Vereinigten Staaten im Krieg miteinander sind. Also wie könnte so ein Bürgerkrieg aussehen? Und da sind durchaus sehr interessante Einstellungen dabei. Also wir werden jetzt hier nicht spoilern, wie der Film ausgeht. Das ist auch, glaube ich, nicht so bombenwichtig jetzt für diesen für den Podcast, glaube ich. Schaut euch den selber an. Auch die Story hat da so ein paar hält da so ein paar Sachen parat, die sehr spannend sind. Also ganz spoilerfrei werden wir aber nicht durchkommen. Aber wir erleben nicht nur harte Kampfhandlungen tatsächlich, denn der Film zeigt das ein bisschen. Zeigt da währenddessen natürlich auch die Arbeit der beiden Fotografinnen vor allem, ne? Also wie man in diesen Kampfhandlungen immer quasi mit der Kamera bewaffnet tatsächlich, so habe ich es zumindest empfunden. Die haben keine Bewaffnung außer ihre Kameras und sind dann trotzdem immer und suchen da in Deckung die beste Position, um ein Foto zu machen von Personen, die gerade erschossen werden, Leuten, die sie begleiten. Soldatinnen, Soldaten beim Vorrücken und so weiter, ne? Von menschlichen Schicksalen aber auch. Das sehen wir, und auf der anderen Seite aber auch erleben wir sehr ruhige Szenen, weil was wir auch sehen, ist natürlich ein Land, das Land brennt, sag ich mal, ne? Also nicht überall, sondern wir sind mal in so einem Flüchtlingslager, wo auch offenbar eine internationale Organisation sich um die Menschen kümmert. Ne? Wir sind auf Farmland, mitten auf dem Land. Wir haben auch die Dialoge, wo sie über ihre Eltern sprechen, die irgendwo in Missouri in ihrer Farm sitzen und sagen, ja, mein Vater, der lebt noch, keine Sorge, der ist in Missouri auf seiner Farm und tut so, als würde das alles gar nicht passieren hier gerade. Ne? Ja. Oder in so einem Vorort, wo der Krieg vermeintlich nicht zu sehen ist. Da stehen zwar auch die Scharfschützen auf dem Dach, auf den Dächern, aber dort gibt es im Prinzip ruhiges Leben rund um den Speckgürtel von Washington. Und wir halten uns hier raus. Aber also man versucht sozusagen
in unterschiedlichste Perspektiven zu zeigen, die so ein fiktiver Bürgerkrieg haben könnte, sage ich mal. Ne? Also nicht dieses ganze Land ist ein riesiger brennender Flickenteppich, so wie man sich so die Endphase des Zweiten Weltkriegs vorstellt oder wie der Vietnamkrieg gezeigt wird, sondern es ist tatsächlich ein Militär, das gegen Milizen auch kämpft. Also ich habe schon, mein Eindruck war schon, dass diese Western Forces, also quasi die Kalifornier und die Texaner, dass das schon eher die Militärs sind, ne? Also dass das schon wirklich Truppenteile des US-Militärs, des ehemaligen US-Militärs sind. Und die anderen, die den Präsidenten verteidigen, schon eher die, auch dargestellt durch ein paar Personen, schon eher sozusagen die, naja, die Cowboys auf den, die Cowboys mit ihren eigenen Rifles sind teilweise, ne? Also zum teilweise, Beispiel. Teilweise sieht man halt auch diese Präsidenten oder Präsidententreuen Leute halt irgendwie auch so in dieser klassischen US-Army-Uniform. Also da ist wahrscheinlich auch so ein Konflikt zwischen in der Army auch gewesen, wer schließt sich wem an. Also das ist, glaube ich, auch. Dass jetzt quasi die kompletten Navy SEALs sind jetzt komplett irgendwie bei dem Präsidenten und die anderen bei den Western Forces, sondern das ist jetzt sehr diffus, sehr uneindeutig. Man kann da nicht genau sagen, der Teil der Bevölkerung hat sich dem Präsidenten angeschlossen und der andere Teil eben nicht. Na, das ist, das lässt sich nicht wirklich fassen. Aber das ist natürlich auch ziemlich gut, weil ich glaube, so ein Bürgerkrieg, wenn er gerade dabei ist, gerade herrscht, der ist diffus und der ist halt nicht so eindeutig. Das ist vielleicht im Nachhinein mit ein paar Jahrzehnten Abstand in Geschichtsbüchern wirkt er recht eindeutig, weil man sehr kann, okay, die haben das unterstützt, die anderen nicht und dann hat man das so, ne, da hat man die eine und die andere Seite. Aber so ist wahrscheinlich ein Bürgerkrieg, glaube ich, selten. Und selbst Kriege sind manchmal nicht so eindeutig. Und das unterstützt, glaube ich, so dieses Bild von einem, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Wer ist eigentlich, wer kämpft der gegen wen? Und am Ende kämpfen Menschen gegen Menschen, Bürger gegen Bürger gegeneinander. Und gerade das hat, glaube ich, nochmal so zusätzlich unterstützt. Ja, und es ist, glaube ich, für die Arbeit ja unserer Heldinnen ist es ja auch irrelevant, ne? Weil die sehen sich ja sowieso als neutral. Bis dann kurz vor Schluss, sage ich mal, wo es dann, sagen wir mal, persönlich wird, sehen sie ihre Arbeit ja auch neutral und sie arbeiten ja auch als Journalistinnen und deswegen berichten sie über diesen Krieg. So, man merkt schon immer so, diese neutrale Rolle, die wird ihnen nicht so richtig abgekauft, ne? Und die knittert auch an allen Ecken und Enden, aber sie sehen sich auf jeden Fall so und sie machen auch keinen Unterschied. Also sie sind, glaube ich, einmal mit Leuten von den Western Forces unterwegs, aber auch eben mit der anderen Reihe, mit den anderen irgendwie unterwegs, beziehungsweise ganz am Anfang werden wir auch in so eine Szene reingeworfen, wo es ein Selbstmordattentat gibt von auch jemandem, der sozusagen die amerikanische Flagge hält und irgendwo in eine Menge reinrennt, ne? Und zu welcher Fraktion das jetzt gehört, weiß sowieso kein Mensch. Also da ist man dann neutral unterwegs. Wir kriegen, glaube ich, nur ein einziges Mal kriegen wir eine relative Wertung hin, und zwar bei einer der krassesten Szenen, die wir vielleicht aber nicht unbedingt spoilern müssen. Da spielt Jesse Plemons eine wichtige Rolle, den man kennt aus vielen Sachen. Aus vielen Sachen, Jesse, aber ich habe ihn aus Fargo, habe ich ihn so in Erinnerung, total in Erinnerung gehalten. Sein eigentlicher Spitzname ist der Meth Damon, weil er in Breaking Bad mitgespielt hat und Matt Damon sehr ähnlich sieht, und weil er in Fargo Metzger spielt, nennt man ihn dann Matt Damon. Genau. Natürlich er ist der auch Metzger in Fargo und er spielt da eine richtig gut, also eine Rolle von einem Rassisten, kann man sagen. Ne? Und da zieht der Film einmal Stellung sozusagen, aber das ist auch das einzige Mal. Ne? Also das ist jetzt auch keine große, ich finde, das ist jetzt auch keine große politische auf eine Seite schlagen, wenn man sagt, okay, der Rassist ist da, das ist das Arschloch. So, ne? Im Gegenteil, es werden eher so Szenen gezeigt, wo man gar nicht so richtig weiß. Einmal sind die ja mit den Western Forces auch unterwegs und dann findet auch so eine Hinrichtung statt. Und einmal sind sie auch, gibt es so ein Scharfschützen-Battle im Prinzip. Und dann reden die so mit der einen Seite der Scharfschützen, die gerade zufällig auf ihrer Seite liegen. Ne? Und dann gibt es so einen Dialog, wo einfach so, hä, warum schießt denn der auf uns? Oder nee, warum kämpfen denn die? Und dann sagt der eine Scharfschütze so, keine Ahnung. Er schießt auf uns, wir schießen auf ihn. So ist es halt einfach. Das ist alles. Das ist alles. Und solange er auf uns schießt, schießen wir auf ihn. Bumm, fertig. Ja. Und so kannst du deinen Krieg auch ganz, ganz kurz zusammenfassen, ne? Das ist eigentlich, und auch die Hürdenrissigkeit natürlich davon, dass es da ideologisch scheinbar gar nicht mal darum geht oder so, sondern einfach nur der eine hat angegriffen, okay, dann müssen wir jetzt angreifen, und das ist dann irgendwie unlösbarer Konflikt scheinbar. Das ist, glaube ich, so sehr
mit sehr einfachen Worten, mit sehr einfachen Bildern nochmal sehr stark so, dass diesen Grundkonflikt irgendwie so zusammengefasst oder so, dieses diffuse Gefühl irgendwie, warum, was, wieso bekämpft ihr euch hier eigentlich? Also es ist schon ein sehr mutiger Schritt, glaube ich, weil wo der Film angekündigt wurde und dann halt auch so vorgestellt wurde, diese Idee, ne, dass Kalifornien und Texas sich hier zusammentun gegen Art von autokratischer Regierung in Washington D.C., was will uns der Film damit dann eigentlich sagen, ne? Und was ist spannend, gucken, wie sie das dann auflösen im Film und wie sie das erklären. Aber sie erklärt es aber gar nicht, was ich dann schon eine sehr, sehr spannende Herangehensweise finde, um ja. sich wahrscheinlich weniger angreifbar zu machen natürlich, weil da natürlich genau. irgendwie Einlage in den USA gesagt hat, blöd und so. Aber natürlich auch nicht, um dieses so einen einfachen Fehler zu begehen, so einen Kriegsdrama zu machen. Hier, da sind die Guten, da sind die Bösen. Ich meine, das ist halt... Das bringt ja auch niemandem was. Und das ist ja auch, und das war so am Anfang so mein Bauchschmerz, als ich sozusagen den gelesen habe, worum es geht, dass man so leicht in dieses Narrativ von diesen Bürgerkriegsschwurblern reingerät. Ne? Das gibt es ja durchaus auch, vor allem auf rechter Seite, dass man so einen Bürgerkrieg herbeifantasiert. Ne? So nach dem Motto, ja, ein Bürgerkrieg, der läuft ja schon lange und so weiter. Und in die Falle tappt er aber nicht. Das hat mich dann tatsächlich so, man merkt es so nach der Hälfte des Films ungefähr, hat man das dann raus. Hat mich sehr gefreut, dass er eben in diese Falle gerade nicht reintappt. Ja, also er hat dann sehr, sehr nüchternen, sehr... gewollt neutralen Blick. Er ist natürlich nicht, kein Film ist neutral mit sowas, aber man merkt richtig, dass er versucht, viele Konfliktherde so wirklich dann mit der schwebenden Kamera mehr oder weniger einzufangen, ohne jetzt direkt mit sehr subjektiven Eindrücken, obwohl es ja um Journalisten und Kamera, sehr viel um Kameras auch geht, weil die dann mit einer Fotokamera das Ganze begleiten, wo natürlich die Subjektivität eines Objektivs natürlich auch sehr im Vordergrund steht. Das wird auch in mehreren Szenen sehr, sehr deutlich, wie man Krieg einfängt. Und das ist ja auch eigentlich das Hauptthema des Films, nicht mehr unbedingt wieso, weshalb, warum dieser Krieg ausgebrochen ist, sondern wie wir Krieg eigentlich aufnehmen, verstehen, wie wir das als nicht beteiligte Soldaten eigentlich wahrnehmen, weil wir kriegen es nur durch Bilder im Fernsehen oder im Internet, durch Fotos, Videos zu sehen, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Und dafür sind nun mal dann die Kriegsjournalisten, Journalistinnen zuständig. Und das ist dann schon sehr interessant, wie er dann immer wieder, ne, da gibt's immer wieder so kurze Stillframes, wo man kurz sozusagen unsere Hauptfiguren sind unterwegs bei einer Schlacht oder bei einem Häuserkampf, schießt kurz ein Bild und dann bleibt kurz auch man sieht kurz dieses Bild in der Kamera in schwarz-weiß kurz so für 1-2 Sekunden stehen und dann geht's wieder zurück in die Action. Und man sich fragt, ja, ist das jetzt so ja der Krieg oder ist so gerade wie die Kamera den Krieg sieht, ne? Ja. Da gibt's natürlich auch einen dramatischen Szenen, wo dann irgendwie ein Soldat irgendwie sehr, der großen Geste quasi stirbt, wo das sehr dramatisch auf diesem Bild aussieht, aber ist die Frage, ne, ist das jetzt, hilft das dem Krieg, schadet das dem Krieg, sorgt das für mehr Angst nur, für noch tiefere Gräben, die ja scheinbar sowieso schon so tief sind, dass man sich gegenseitig beschießt, finde ich dann schon sehr, sehr spannend, weil natürlich auch dann die Hauptcharaktere sich darüber unterhalten, dass es natürlich ein gutes Bild braucht. Ein gutes Bild ist halt, wenn es möglichst dramatisch aussieht. Ne, aber hilft das jetzt jemandem und ist das wirklich die Wahrheit oder ist das der Wahrheit irgendwie näher gekommen? Keine Ahnung. Ne? Tja, und es wird aber, das beantwortet der Film natürlich auch nicht. Nee. Was auch, glaube ich, auch wieder ein großer Fehler wäre, wenn er das machen würde. Ich finde auch, weil ich mich dafür so ein bisschen interessiere, ich finde, es ist auch nochmal so eine schöne Studie über diese, nicht nur über diese Metaebene, ne, was erfahren wir eigentlich über Kriege oder Auskriegen, sondern auch über diese Arbeit dieser Fotojournalisten, die gibt es ja tatsächlich, ne? Also das, wenn man sich da mal Dokus anschaut, gibt es ja einige. Ich habe mich, die Rolle von Kirsten Dunst, also von Lee, es hat mich sehr an, da gab es dieses Jahr, glaube ich, auch irgendwie einen Fernsehfilm und eine Doku, zum Tod von Anja Niedringhaus. Die ist, hatte auch Todestag, 10 Jahre ist sie jetzt gestorben, deutsche Fotojournalistin, die eben auch bei den ganz großen Kriegen dabei war, in Afghanistan, in Palästina, in Jugoslawien-Kriegen hat sie fotografiert, als ganz junge Frau schon, von der ist zum Beispiel auch dieses ganz berühmte Bild mit von diesem US-Soldaten, der da auf dem Rücken immer diese Actionfigur von einem US-Soldaten mit sich trägt, aus dem Irak ist das, glaube ich. Da, also in diesem Leben, da kann man sich auch über sie mal eine Doku angucken, sehr spannend.
das ist im Prinzip genau das Leben. Ne? Man darf dann mal mitfahren mit den US-Truppen und dann zeigt man das. Und sie ist dann auch, glaube ich, mal irgendwie ausgeladen worden, weil sie was gezeigt hat, was dann dem US-Militär nicht gepasst hat und so. Ne? Aber sie wollte halt die Menschen zeigen, die Wahrheit zeigen. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch abhängig und diesen Schutz. Und am Ende ist sie 2014 auch tatsächlich während der Arbeit erschossen worden. Ne? Sie war Präsidentschaftswahl, glaube ich, in Afghanistan. Und an diesem Tag ist sie einfach irgendwie in einem Auto erschossen worden, während sie gearbeitet hat. So. Also diesen Beruf gibt es und der wird, glaube ich, in dem Film auch nochmal ganz eindringlich gezeigt und ist ein, finde ich, ein sehr gelungenes Vehikel auch, um so eine Metaebene aufzumachen in diesem Film. So, ne? Um es nicht einfach nur bei einem reinen Kriegsfilm zu belassen. Ja, ja. Und es ist auch gleichzeitig keine Lobpreisung oder so von Kriegsjournalisten, wo die irgendwie auf den Podest gehoben werden. Ne? Die werden auch gezeigt als Adrenalin-Junkies. Junkies, ja, auf jeden Fall. Die dann wirklich ins Kreuzfeuer springen, damit sie ein möglichst geiles Bild haben. Was natürlich auch absolut das Bild verändert, wenn du so drauf bist. Ne? Das ist jetzt, du willst ja irgendwie quasi mit der Kugel mitfliegen am besten. Ist ja auch nochmal sehr schön, dass hier dieser Vergleich dann zwischen, ne, man schießt, aber schießen ist sowohl im Deutschen als auch im Englischen, also Shoot, benutzt man auch, um Fotos zu schießen. Ne? Ja. Das ist auch nochmal diese Gemeinsamkeit zwischen dem Schuss aus dem Gewehr und der Schuss aus der Kamera, sehr, sehr ähnlich ist. Das nochmal auch so wie bisschen ähnlich sich dann Soldaten und Journalisten so teilweise sind, wo dann die Journalisten dann mehr aus Geltungssucht vielleicht auch so ein kleines bisschen, weil man berühmt sein will, bekannt werden will. Oder halt auch Geld verdienen beispielsweise. Geld verdienen, ja, aber gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten als das, aber es ist natürlich eine gute Möglichkeit. Aber sich gleichzeitig so jeden Tag in Lebensgefahr zu begeben, wieso macht man das? Aber zeichnet da schon trotzdem da, ohne dass halt wirklich, also zeichnet ein sehr komplexes Bild von diesen Leuten, ohne jetzt sich das in ewig langen Dialogen oder so zu erklären, sondern wirklich ist, man sieht es, man zeigt es einfach gerade durch einmal Kirsten Dunst als Lee Smith, die schon so ein bisschen eigentlich keinen Bock mehr hat auf ihren Job, die schon merkt, dass es ihre Psyche halt zerstört, und dann eben Katie's ist Spaney als Jesse Cullen, die dann eben die aufstrebende Journalistin spielt, die dann eben noch total im Rausch dann wirklich ist und diesen Rausch erst kennenlernt und das bringt, ne, und da hat man so auch diese zwei Seiten der Medaille oder den Karriereweg schon mal so gezeigt, so einmal die hungrige Anfängerin, die aber schon bereit ist, quasi für den Job alles zu geben, und dann einmal die schon alles gesehen hat, die desillusioniert ist, wirklich ist, ja, und die sich wahrscheinlich auch fragt, und wo es auch jetzt halt bringt meine Arbeit überhaupt was, ne, ist so ein bisschen, verändert das überhaupt was, lohnt sich das überhaupt, na, das finde ich auch nochmal sehr, sehr interessant, ohne dass es jetzt der Film dir so ins Gesicht sagen muss. Ja. Also ihr hört schon, uns hat der Film ziemlich gut gefallen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben noch über ein paar Punkte nicht gesprochen. Weniger über die inhaltliche, ne? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wer den Film überhaupt gemacht hat. Nämlich auch jemand, über den wir hier schon öfter gesprochen haben, Alex Garland, britischer Regisseur, Drehbuchautor, der ein paar Filme gemacht hat, die uns, glaube ich, ganz gut gefallen, oder beziehungsweise, also für mich kann ich sprechen, die mir sehr gut gefallen. Ex Machina, da haben wir auch letztens, als es hier so ein bisschen um KI ging, hatten wir drüber gesprochen, hat man den auch nochmal gerewatcht. Auch ein, ich glaube, es war sein erster Regiebuch und Regiefilm. Auch ein Klassiker, glaube ich, würde ich sagen. Es wird mal ein Klassiker werden. Ich glaube, mittlerweile kann man schon sagen, es ist ein Klassiker. Ja, auch ein toller Film. Auch Annihilation, einer der ersten Netflix-Filme, der auch auf eine Art gut war. Ich glaube, auch über den hat man damals gesprochen. Eben Civil War, Drehbuch geschrieben von 28 Days Later. Also schon ein, auch jemand, der sich mit Endzeit-Szenarien auskennt und auch jemand, der nicht so viel macht, würde ich sagen, aber das, was er macht, da muss man sagen, okay, ich habe jetzt auch, er hat so eine Miniserie gemacht mit 8 Episoden Devs, die habe ich noch nicht geguckt, die habe ich mir jetzt gleich mal auf die Watchlist gesetzt, die will ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, vielleicht schaffe ich es jetzt irgendwie am Wochenende. Ich hatte ja auch noch mal so ein Bild oder mal so ein kleines Video von gesehen, ist auch mal sehr spannend. Also da geht es irgendwie tatsächlich auch wieder um Multiversen, aber dann versucht halt wissenschaftlich auch mehr zu erklären, aber keine Ahnung, wie der auch ist. Aber das habe ich mir auch schon länger auf der Watchlist gehabt, aber auch noch nicht zugekommen. Aber wenn Alex Garland draufsteht, das sind immer interessante Filme auf jeden Fall dabei, der ist auf jeden Fall drauf. Ist auch schade jetzt, dass er jetzt in einem Interview gesagt hat, dass er jetzt nach diesem Film erstmal eine Pause machen will. Also er hat dann noch irgendwie eine Co-Regie mit irgendeinem Film, der jetzt dann auch noch bald gedreht wird. Also der dann noch wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr rauskommt, aber danach will er dann erstmal eine Pause machen. Für sich aber, wenn er das Feuer gerade nicht mehr spürt, ist es wahrscheinlich auch richtig so. Aber das ist auf jeden Fall die Möglichkeiten, die er hat, und die Bildsprache auf jeden Fall, da merkt man, da ist jemand, der hat es drauf. Ist ja auch sowieso die
wie der Film aussieht, auch sehr spannend, weil ich fand den sehr interessanten Kontrast zwischen, weil ja gerade jetzt die Jessie Cullen, die aufstrebende junge Fotojournalistin, die arbeitet natürlich auch mit einer so einer alten analogen Kamera, wo man den Film auch noch entwickeln muss. Also man hat dort ja dieses urige fast schon oder dieses nostalgische Blick auf den, auf die Fotografie. Aber der Film selber hat einen super krassen digitalen Look. So ganz, also halt nicht dieses körnige, was so, wenn man mit einer wirklich noch einer großen Filmkamera dreht, sondern wirklich sehr digital. Sehr, was im Fokus ist, ist super sehr, sehr klar zu sehen. Und auch der Kontrast, der Farbkontrast ist sehr, sehr stark. Also das Color Grading auch sehr bewusst eingesetzt. Sieht überhaupt nicht aus wie so ein analoger Film tatsächlich. Sehr geringe Tiefenschärfe, also wirklich sehr, sehr zeitgemäß gefilmt, würde ich sagen. Es hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen. Sieht sehr gut aus, aber auch da, wenn du ganz kurz, weil du gerade die Kamera, die analoge angesprochen hast und die ältere, erfahrenere Kollegin, die fotografiert ja mit einer Digitalkamera, fand ich sehr spannend, weil erstmal den Kontrast. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, haben sie bestimmt auch Product Placement Geld eingesackt, denke ich mal, weil sie reden ja einmal sogar über die analoge, oh, eine Nikon, was weiß ich, was das Z6 war oder so, oder Z1, eine Nikon, sehr ein Klassiker, sieht man nicht mehr häufig. Oder obwohl Nikon da nicht viel verdient, aber es ist natürlich ein Branding. Und man sieht ganz oft das Sony Alpha-Logo von der Kamera von Kirsten Dunst in die Kamera gehalten. Also ich nehme an, da ist auch Geld über den Tresen gegangen, würde ich sagen. Höchstwahrscheinlich. Da würde auch wahrscheinlich der digitale Look, man müsste mal gucken, wahrscheinlich ist der Film vielleicht auch mit Sony, vielleicht gab es ja auch andere Zuwendungen, sondern nicht mal Geld. Geld fließen. Es kann ja auch sein, dass man sagt, hey, ihr macht Fotojournalisten, passt mal auf. Wir sind Sony. Also es ist reine Spekulation. Wir sind Sony. Ihr haltet hier fünfmal unsere Sony Alpha Consumer Kamera in die oder Prosumer Kamera in die Linse rein und ihr kriegt hier fünf Venice Kinokameras ausgeburgt und könnt da mit den Film drehen, weil es sieht ehrlich gesagt schon so ein bisschen, also es ist eine ganz moderne Kamera, würde ich mal spekulieren, vielleicht ist es eine Sony-Kamera, kann sein. Ja, auf jeden Fall, also das ist, aber hat dadurch einen sehr interessanten, einzigartigen Look so ein bisschen, den man jetzt nicht so häufig sieht, gerade mit diesem Thema. Man würde halt im ersten Moment erst denken, okay, dann hat es irgendwie diesen Longlegs-Look zum Beispiel, der hätte ja auch gepasst irgendwie, wo du dann auch häufig so dieses 4:3-Format hast, wo du explizit versuchst, eine alte Filmkamera zu imitieren. Wäre auch möglich gewesen. Ne? Das wäre vielleicht so ein bisschen der erste Gedanke oder der klischeehafte Gedanke gewesen, okay, es geht um Film, um Kriegsjournalismus und Kriegsfotografie, dann versuchen wir auch so auszusehen oder gerade dann aus einer nostalgischen Perspektive, aber hier mit dem Kontrast eben, ne, das ist eben, es gibt noch andere Art und Weisen, das dann zu fotografieren und dass dann hier eben auch die alte und die neue Welt so ein bisschen aufeinander trifft und dass es ja hier eben auch im Film darum geht, ne, dass die alte oder die erfahrene Journalistin mit der aufstrebenden aufeinandertreffen, aber man dann sich eben auch fragt, ob jetzt dieser moderne Look, ob der jetzt neutraler ist, als der vielleicht diese alte analoge Kamera, weißt du, weil die ja noch mehr Möglichkeiten eigentlich bietet, aber tut sie ja gar nicht, weil ja dann auch der Hintergrund ja ganz, ganz häufig, wie du schon gesagt hast, dass er verschwommen ist, weil der Fokus sehr, sehr klar gesetzt ist und alles, was hinter den Hauptfiguren ist, verschwimmt dann meistens sehr, sehr stark. Aber es hat dadurch wirklich eine sehr einzigartige Perspektive irgendwie. Also ich habe mal hier quick nebenbei Recherche gemacht und tatsächlich sind die Hauptkameras die Sony Venice und Venice 2, also DJI zwar auch für die Action-Szenen, aber ich würde mal annehmen, also da dass das stimmt. Oder man hat sie etwas günstiger dann ausleihen dürfen. Das weil man alles möglich, man weiß es ja nicht, aber natürlich, klar, warum nicht nutzen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Gerade wenn man sagt, okay, komm, der Film kostet nur 50 Millionen Dollar. Was dann vielleicht auch noch jetzt besonders, wo der Film draußen war, was er noch nicht wissen konnte, dass er dann doch sehr prophetisch sein könnte oder zumindest, wir haben zumindest ein paar Monate später tatsächlich über ein Foto besonders gesprochen. Oh ja. Da gab es ja das Attentat oder Attentatsversuch auf Donald Trump im Juli, müsste das gewesen sein, kann das sein? Oder Juni? Die letzten Monate sind so verschwommen. Ihr wisst es, ihr habt es alle gesehen, als es rauskam und da war ja dann die große Ansage schon, das ist das Foto, was die Wahl entscheidet. Das ist das Foto, was unsere Kinder später alle im Geschichtsbuch sehen werden. Dann mit hier, jetzt hat dann da die Diktatur irgendwie in den USA angefangen, weil dann Donald Trump seine zweite Amtszeit gewonnen hat. Mit diesem Foto. Haben die einen gesagt.
Die anderen haben gesagt, oh, das ist unser Präsident. So. Genau. Weil es war ja auch, genau. Also man muss sagen, es war ja auch ein starkes Bild, ne? Ist es, absolut. Ne? Ja. Also das kann man sich besser nicht wünschen als eigentlich als Präsidentschaftskandidat. Aktuell, wie es aussieht, die Wahl ist noch nicht entschieden. Wir sind noch mitten dabei. Was man daran wieder gelernt hat, es fließt immer eine Menge Wasser die Elbe runter, wenn Zeit vergeht. Also natürlich haben Bilder schon, also es gibt ein paar Bilder, die sind maßgebend, ne? Also so, die verändern auch was. Ne? Es gibt so ein paar Bilder aus Fotos aus dem Vietnamkrieg, die natürlich in den USA sozusagen diese Kriegsschrecken gezeigt haben und dann maßgeblich auch mit verantwortlich waren für die Proteste. Es gibt aus Kuwait, als Kuwait sozusagen die Besatzer sich zurückgezogen haben und die Ölfelder da angezündet haben, diese Bilder von Steve McCurry, die auch ein Verständnis für diese Katastrophe geschaffen haben. Ne? Solche Bilder gibt es immer. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Bild von diesem gescheiterten Attentat auf Donald Trump, dass das auch zumindest ein sehr interessantes Studienobjekt immer bleiben würde, ne? Weil es natürlich auch viel über Donald Trump sagt, vor allem der Kontext. Ne? Auf ihn wurde geschossen, er steht sofort wieder, oder nicht sofort, ne? Man hat ja auch gab ja auch die Videos dazu. Er steht dann auf und sagt erstmal, Moment mal, ich muss jetzt sozusagen erst nochmal für die Kameras kurz posieren, egal was hier ist, damit er eine Botschaft sendet. Auch das sagt ja schon mal eine Menge aus. Also es gibt diese Bilder, aber was man, glaube ich, auch ganz gut daraus lernt, ist, dass immer nur ein Mosaikstein ist und nie vielleicht eine Entscheidung ist. Könnt ihr mich auch gerne angreifen, was die Position angeht. Vielleicht gibt es ja auch Fotos, die wirklich mal was endgültig entschieden haben, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind immer nur Mosaiksteinchen in einem komplexen Geflecht von irgendwas. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch eine Rolle gespielt hat, dass so viele Leute gesagt haben oder eine Seite gesagt hat, hier, das ist das Foto oder so. Das wurde schon so aufgeladen. Es hatte gar keine Zeit bekommen, selber zu dem Foto zu werden, sondern alle haben gesagt, es muss das Foto sein. Das ist das Foto. Das ist das Foto, ne? Und das ist so, glaube ich, so funktioniert es eben auch nicht. Und dafür ist es dann auch passt es zu sehr ins Bild von Donald Trump als eben Medienprofi, der dann halt sofort erkennt, das ist mein Moment, wo ich mich nochmal präsentieren kann als der Unbesiegbare. Aber es ist dann eben doch dann zu durchschaubar, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist deswegen vielleicht am Ende, man muss es ja sehen, ne, es kann auch alles auch noch an eine andere Richtung gehen und vielleicht erzählen wir jetzt nur alle Schluss, aber so im Moment wirkt es so, dass es dann doch dem zu viel zugesprochen wurde und dann doch zu offensichtlich war, dass das hier Donald Trump dann, dass jetzt nicht die komplett die Wahl für sich entscheidet und er dann irgendwie als der große Sieger hervorgeht. Deswegen sieht man da aber halt eben auch gleichzeitig die Macht der Fotos, aber irgendwie auch gleichzeitig dann doch eben die Schwäche auch von solchen Fotos. Oder eben halt auch, ne, dass der Fotograf, der das Foto ja gemacht hat, der sich auch in Gefahr begeben hat, weil der erst dann quasi noch, ne, der hat jetzt nicht den Kopf eingezogen und hat gesagt, weil man zu dem Zeitpunkt, wo dieses Foto geschossen wurde, wusste man auch gar nicht, wie viele Attentäter sind das, können da jetzt noch Schüsse fallen. Der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann schon erschossen worden von einem Polizisten. Aber es war natürlich in dem Moment noch gar nicht klar. Und im Gegensatz zu Trump hatte er die Audiospur nicht, der Fotograf. Trump hatte ja sozusagen wohl schon gehört, man weiß es natürlich auch nicht hundertprozentig, dass es cleared ist, so. Aber der Fotograf hatte das auf jeden Fall nicht. Ja. Ja, deswegen, und er begibt sich trotzdem dann in Gefahr, weil er halt weiß, ne, für das Foto gebe ich alles, weil das kann halt mein Foto werden, wo ich noch dann 50 Jahren darauf angesprochen werde. Ja, aber das ist dann halt auch, ist es das wirklich? Und ist dieses Foto, ist das wirklich neutral? Hat das jetzt wirklich den ganz neutralen Blick auf dieses Attentat? Hat es natürlich nicht, ne? Weil alleine schon Donald Trump es schon subjektiv gemacht hat und schon verändert hat, weil es ihm ging es jetzt nur darum zu zeigen, dass er der Größte ist. Und natürlich auch dieser Ausschnitt, diese Froschperspektive von unten nach oben gefilmt. Du siehst die Hand, die nach oben gestreckt ist. Das ist natürlich nur schon eine eindeutige Botschaft und der hat wahrscheinlich in dem Moment wahrscheinlich 1000 Fotos gemacht oder so, einfach nur auf den Abzug gedrückt, und das ist das eine, wo wahrscheinlich was im Fokus war. Aber es ist natürlich auch schon verändert irgendwie. Und es gibt ja natürlich, und du siehst halt nicht die Menschen dahinter groß, die da auch unter Schreck weglaufen, die Person, die auch da gestorben ist, siehst du nicht, ne? Und das ist so. Deswegen auch immer ganz interessant, dass du dann hier, dass der Film, also Civil War, schon irgendwie da sehr gut schon mal angesprochen hat, dass das Thema Kriegsfotografie, und dann hat man ein paar Monate später tatsächlich so ein großes Foto, was dann irgendwie viel Einfluss haben kann, aber vielleicht auch nicht.
da kann ich euch nur, also da kann ich jetzt nur, hau ich in die Shownotes, würde ich euch wirklich empfehlen, mal reinzuschauen. Es gibt ja jedes Jahr einen Preis ausgelobt für das beste Pressefoto der Welt von einer internationalen Jury, wird der vergeben, World Press Photo heißt der. Verlinkt man in den Shownotes, ist eine Website, da kann man sich von 1955 an alle Gewinnerfotos dieses Awards angucken. Das sind wirklich die besten Pressefotos, die in dem jeweiligen Jahr gemacht worden sind. Das ist nicht zu schwache Nerven, weil es sind wirklich, also es sind Fotos von Konflikten, von Kriegen. Da sieht man wirklich da sieht man eigentlich das Ende der Menschlichkeit so. Aber es sind halt auch wirklich einfach richtig beeindruckende Fotos, die natürlich auch eine Sichtbarkeit schaffen für Schrecken. Auf der anderen Seite natürlich aber auch manchmal Schönheiten. Es sind auch schöne Fotos dabei. Das ist jetzt nicht, das ist auch viel Pressfotos, auch viel Wildlife-Photography, ne? Aber auch viel Klimawandel gezeigt beispielsweise. Aber meistens muss man schon sagen, Konflikte. Ja. Also nichts für jemanden, der da nicht gut mit umgehen kann. Aber wenn man sich das von 55 bis heute, das kann ich wirklich nur empfehlen, von 55 bis heute mal durchguckt, da hat man so ein bisschen Menschheitsgeschichte aus einer Perspektive von Pressefotografinnen und Pressefotografen, wo du sagst, boah, das ist krass. Also da sind wirklich, wirklich Fotos dabei. Manchmal auch Sportfotos natürlich und so weiter, aber das empfehle ich wirklich, verlinken wir einfach in den Shownotes. Ja. Das sind, glaube ich, genau die Leute, die hier in dem Film auch nochmal nicht nur ein reines Monument, weil das ist natürlich auch immer schwierig, ne? Wem nützt das was? Ist es nicht auch nur irgendwie, ist natürlich Information, aber nicht auch irgendwie nur Unterhaltung, auch so ein bisschen, ne, ein bisschen Fenster zur Welt, aber vor Ort verändert das vielleicht nicht unbedingt was, ja, außer in ganz wenigen Einzelfällen. So. Voyeurismus, der natürlich immer sowas mit dabei ist. Ne? Und dass du greifst nicht ein, du profitierst davon, dass so ein Krieg möglichst brutal ist, möglichst bestialisch, dann werden die Bilder noch besser, noch eindrücklicher. Das ist ja auch in einer kurzen Szene, in einem Rückblick, Civil War zeigt es ja, dass dann Kirsten Dunsts Figur ja irgendwie in einem Bürgerkrieg auch war, höchstwahrscheinlich in einem afrikanischen Land, und dort eine Person angezündet wird und sie steht davor und guckt und wartet schön ab, bis das Benzin auch über seinen Körper läuft und dann der schöne Flammen aufgeht. Und sie greift natürlich nicht ein, weil sie wartet, bis der Shot ist, wo man ihn auch brennen sieht. Ne? Aber dann ist das perfekte Foto und das ist absolut furchtbar. Aber aus Kriegsfotografie sehe ich natürlich das beste Foto. So, aber das ist natürlich auch, wo man dann merkt, dass der Film da hier niemanden auf den Podest hebt und auch sehr deutlich zeigt, das sind eben auch sehr schwierige Menschen. Das ist auch ein komischer Schlagmensch irgendwie, die dann dastehen und sowas dann fotografieren und dann wieder nach Hause gehen. Irgendwie, weil es ist, Wobei sie doch, die gehen natürlich nicht traumafrei nach Hause. Die gehen nicht traumafrei nach Hause, absolut. Ja. Das hat absolut seinen Effekt. Aber irgendwie gehen sie dann doch danach, sind sie noch 30 Mal in Kriegszonen gewesen und haben solche Fotos gemacht. Ne? Also, aber man sieht, da kann ich nochmal auf Anja Niedringhaus verweisen. Das ist wohl, ist glaube ich auch irgendwie eine Sucht dann. Absolut, ja. Also anders kann ich mir irgendwie auch nicht erklären, ne, wie das wo funktioniert. Wäre das gar nichts so für mich auch, weil ich das glaube ich auch nie wieder in freudigen Gedanken haben könnte, wenn ich sowas, glaube ich, einmal gesehen habe, so live vor mir und dann irgendwie nur das Foto im Hinterkopf hatte. Aber es ist ja irgendwie trotzdem, wichtig, weil du brauchst dann genau solche Fotos mit brennenden Menschen irgendwie, verändert was. Ne? Das hat mir natürlich auch, es gab dieses eine Bild, was in Deutschland auch sehr besprochen wurde, wo dann ein Kind oder fast noch ein Baby gestorben ist, wo das versucht hast, übers Mittelmeer zu reisen, ne? Und das dann gestorben ist und mit dem Kopf in den Sand. Das ist auch so ein Bild, war was nochmal diese Migration und diese krisenhaften Diskussionen darüber, sollten wir solche Leute aufnehmen, wie viele davon aufnehmen, dass das auch nochmal eine ganz andere, dass nochmal ganz viel Schärfe da reingebracht hat oder dann das nochmal verbildlicht hat, was das hier auslöst, wenn wir einfach sagen, wir schicken die einfach weg. Das sind dann die Bilder, die wir ertragen müssen. Naja, und das ist dann irgendwie auch nochmal ganz eindrücklich zu sehen, was dann doch die Macht dieser Bilder ist und dass dann eben man, ne, als Fotograf dahin geht, vielleicht dem Kind jetzt oder der Familie nicht hilft, sondern dann draufhält mit einer Kamera, egal wie furchtbar das gerade ist. Also super schwieriges, komplexes Feld. Und das, glaube ich, dann Civil War dann doch ein Film, obwohl er so nüchtern erscheint oder auch ist irgendwie, dann doch, dass irgendwie diese Komplexität dann doch irgendwie hinbekommt, darzustellen. Ja, also eine Empfehlung, oder? Würde ich sagen. Ja. Für alle, die sowas, ne? Also man darf hier kein großes Actionfeuerwerk, auch wenn es ein paar Action-Szenen gibt und so, aber ist trotzdem ein Drama eher, wo dann auch die Action-Sequenzen clever so gedreht sind, dass sie größer wirken, als sie eigentlich sind. Ja. Man merkt dann auch durchaus, ne, dass dann mit CGI das Set erweitert wurde, aber
So, dass es absolut nicht stört. Ja. Wirkt jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie mit der LED-Wand viel gearbeitet hätten. Nee, ich glaube gar nicht. Also so, wäre jetzt nicht aufgefallen irgendwie. Ich denke auch mal, also sah zumindest so aus, als hätten sie auch wirklich mal draußen gedreht, was ja auch schon das schön auch, ist, ja. Das mal wieder zu sehen. das mal ab und zu sehen. Also ja, ich denke, kann man auch so unter dem CG-Aspekt kann man sagen, ja, das passt. Vor allem für das Geld, das auch gekostet hat. Ja. Deswegen Daumen nach oben ist jetzt, wie gesagt, auf den Streaming-Anbietern eurer Wahl zum Kaufen online verfügbar, aber das dauert sicherlich nicht lange, ehe denn irgendjemand im Sortiment hat. Jo. Gut. Hast du noch irgendwas, Lukas? Nee, das wär's. Dann wär's das. Bleiben wir durch. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Mit einem neuen Filmchen. Vielleicht dieses Mal ein bisschen was Schöneres. Ja. Vielleicht oder mal eine Serie, mal gucken. Oder mal eine Serie. Dann, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.